Ich würde einfach einsteigen mit der Frage tatsächlich sozialökologische Transformation. Großer Begriff. Was verstehst du darunter und wie verortest du dich da mit deiner Arbeit in Ja, diesem wirklich Diskurs? ein großer Titel. Und der kommt bei unserer Arbeit, um ehrlich zu sein, gar nicht so wirklich vor. Ich glaube aber, darunter zu verstehen, dass es, also wir beschäftigen uns ganz viel mit der Vergangenheit, koloniale Geschichte zum Beispiel. Wir beschäftigen uns ganz viel mit Ungleichheit, gemachte Ungleichheit. Und die ist natürlich auch global festzustellen. Und wir beschäftigen uns damit, was die Ursachen sind dafür. Also wir gucken jetzt auf die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte zum Beispiel. Und da werden wir oft gefragt, was hat das mit den gegenwärtigen Problemen zu tun beispielsweise? Also was hat das mit der Fluchtbewegung zum Beispiel zu tun? Und wir argumentieren halt, dass die globalen Probleme, die uns momentan beschäftigen, das ist Klima, das ist Flucht und Migration, das ist ökologische Situation im globalen Süden, die haben ganz viel mit uns zu tun erstmal. Also wir müssen uns in der hiesigen Gesellschaft damit auseinandersetzen, wie weit unsere Zustände hier, also unser Reichtum zum Beispiel, zur Armut im globalen Süden führt zum Beispiel, inwieweit das auch mit der Vergangenheit zusammenhängt, also koloniale Ausbeutung zum Beispiel, und dass wir uns die Systemfrage stellen müssen. Also wir diskutieren eher sozusagen das hiesige System im globalen Norden in Frage zu stellen und auch nicht bloß in Frage zu stellen, weil wir das prinzipiell schlecht finden zum Beispiel, sondern weil wir sagen, es ist im globalen Kontext nicht zielführend oder auch nicht zukunftsweisend, das beizubehalten und zu glauben, wir können sozusagen die zukünftigen Probleme lösen. Das klingt das vielleicht auch ein bisschen abstrakt, ähnlich wie diese Überschrift. Aber wir sehen halt ganz klar, dass die Wirkungen, also auch wenn es ums Klima geht zum Beispiel, die Wirkungen globaler Entwicklungen eben meistens so diskutiert werden, dass diejenigen, die oftmals Verursacher sind für Probleme, eigentlich außen vor bleiben und eher sozusagen diejenigen, die eigentlich am meisten darunter zu leiden haben oder so, diejenigen sind, die auch die Probleme lösen sollen. Also, ne, auch hier nochmal, Fluchtursachen heißt im Grunde genommen nur Migration und Flucht verhindern zum Beispiel. Zum Klima ist es ähnlich. Diejenigen, die eigentlich dazu beigetragen haben, maßgeblich dazu beigetragen haben, dass das Klima sich so entwickelt, wie es sich entwickelt, schreiben jetzt denjenigen vor, die im Prinzip ganz wenig dazu beigetragen haben zu dieser Entwicklung, wie sie ihre Wirtschaft organisieren sollen, wie sie Ökologie betreiben sollen und so weiter. Also auch hier wieder so ein koloniales Machtverhältnis, würde ich mal sagen, was aus unserer Sicht nicht oder aus meiner Sicht nicht zielführend und nicht funktionieren wird. Kannst du ein bisschen näher erläutern, um welche historischen Ungerechtigkeiten es da geht, die sich jetzt heute fortsetzen? Naja, wir blicken auf 500 Jahre zurück, wo der globale Norden Europa, den globalen Süden, den gesamten Planeten im Grunde genommen, erobert hat, entdeckt, wie es oft gesagt wird, aber natürlich in Wirklichkeit erobert hat, besetzt hat, ausgebeutet hat, die Ressourcen ausgebeutet hat, die Menschen ausgebeutet hat, Versklavungspolitik betrieben hat, und auch Vernichtung betrieben hat. Und diese Schäden, diese immensen Schäden, die da angerichtet worden sind, dafür eigentlich nie wirklich Verantwortung übernommen hat. Also die ehemaligen Kolonialmächte haben eigentlich zu keinem Zeitpunkt sich dieser Verantwortung gestellt, haben das erstens mal eingestanden, dass es stattgefunden hat in diesem Ausmaß. Es ist nicht wirklich erforscht auch tatsächlich. Aber eben auch vor allem, die niemals Verantwortung übernommen haben im Sinne von mal über Reparationen zu sprechen zum Beispiel. Also wir sprechen jetzt über Entwicklungshilfe aktuell, wo oft gesagt wird, ja, das ist sozusagen eine Art Wiedergutmachung für das geschehene Unrecht beispielsweise. Und ich sage aber, dass es kann eben nicht gleichgesetzt werden, weil der globale Süden nach wie vor weniger an Unterstützung bekommt, als nach wie vor rausgeholt wird an Ressourcen. Also das funktioniert ja aus meiner Sicht nicht. Und diese Vergangenheit ist, wie gesagt, weder wirklich umfassend erforscht, noch wird auch tatsächlich die Wirkungen mit den globalen aktuellen Problemen in Verbindung gebracht. Also es wird immer alles sehr separat diskutiert, und eigentlich auch meistens dahingehend, dass nicht wirklich die Ursachen wirklich adressiert werden. Also auch die Verantwortlichkeiten, die wirklich adressiert werden. Hast du ein Beispiel, wo sich solche Machtverhältnisse heute fortsetzen? Ja, wo fange ich an? Also nochmal, die wirtschaftliche Lage der Länder im globalen Süden zum Beispiel. Es gibt im Senegal, gab es ein Projekt, das zum Ziel gesetzt hat, die einheimischen Fischer in die Lage zu versetzen, sich selbst zu ernähren, eine Struktur aufzubauen, eine Handelsstruktur aufzubauen. Es wurden Boote gekauft, durch Kredite finanziert, durch die staatlichen.
Und diese Struktur hat dann relativ schnell funktioniert. Also die Fischer konnten mit ihren neuen Booten fischen, konnten einen Markt aufbauen, konnten auch Sachen exportieren zum Teil, also Fische. Und gleichzeitig parallel dazu hat die Europäische Union dem Senegal Fischfangquoten mehr oder weniger, muss man sagen, abgepresst oder abverhandelt, mit dem Ergebnis, dass die Fischtroller aus den europäischen Ländern alles weggefangen haben, was eine Krete hat, und damit sozusagen die eigene hiesige Fischproduktion, die Fischfangstrukturen von den hiesigen Fischern kaputt gemacht hat. Und das zeigt so, dass immer sozusagen jede Entwicklung, die in eine positive Richtung verläuft, wird kontrakorrigiert durch dann wiederum den Bedarf aus dem globalen Norden, dass man sagt, wir brauchen viele Ressourcen beispielsweise, wir brauchen, haben einen großen Markt, und das durch Preise oder eben durch Fischfangquoten, wie in diesem Fall eben, die Strukturen vor Ort wieder kaputtgeschlagen werden. Und da zeigt sich eben, dass diese kolonialen Machtverhältnisse auch durch die Abwesenheit durch Europäer eben niemals wirklich beendet worden sind. Deswegen spreche ich auch nicht so gern von einer postkolonialen Gesellschaft, sondern es ist im Grunde genommen eigentlich eine Fortsetzung von kolonialen Machtverhältnissen, die zwar anders aussehen auf den ersten Blick, aber im Grunde genommen genau darauf basieren, auf dieser 500-jährigen Geschichte, und mit der sich eigentlich nie wirklich beschäftigt wird. In dem Umfang, wo es eigentlich notwendig wäre. Und der dabei spielt ein bisschen viele. Ne? Auch politische Einmischung findet und hat immer stattgefunden nach der sogenannten Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten. Präsidenten wurden gestürzt, Lumumba, Sankara, solange die eben nicht die Politik betrieben haben, die in den globalen Norden, den kapitalistischen Ländern in Kram gepasst haben. Also das ist alles so, sind alles so Marker, wo wir merken, es gibt nicht wirklich es ist nicht wirklich mit diesen kolonialen Verhältnissen gebrochen worden. Das, und im Blick auf die, Klimadebatte, wo siehst du da blinde Flecken in Bezug auf das koloniale Erbe? Da ist es ein bisschen komplexer und schwieriger. Also ich denke mal so, dass die Verantwortung natürlich bei allen liegt, jetzt sich ums Klima zu beschäftigen. Es ist ein globales Problem. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, nur weil jetzt die Länder im globalen Süden sich nicht so maßgeblich an dieser Zerstörung des Klimas oder der Verschlechterung des Klimas beigetragen haben, müsste man die jetzt außen vor lassen. Nur ich glaube, dass diejenigen Länder, die jetzt wirtschaftlich in der Lage sind, sich bestimmten Forschungen hinzuwenden, auch zu produzieren, dass die eigentlich eher in der Verantwortung sind, jetzt sich um dieses globale Problem zu kümmern, als diejenigen Länder, die eben nach wie vor es mit Ach und Krach schaffen, eigene Wirtschaften aufzubauen und dann den Leuten vorzuschreiben, ihr dürft jetzt bestimmte Dinge nicht mehr machen, weil die schädlich fürs Klima sind. Die kann man natürlich ansprechen, aber ich denke, dieses Verhältnis, dass es immer so geht, der globale Norden sagt an, was Sache ist, wie es zu laufen hat oder so, das reproduziert diese Machtverhältnisse, bricht nicht damit, und das, denke ich, muss aufhören. Also da muss sozusagen konstruktiver mit den Ländern diskutiert werden, was ist, in welcher Lage sind die Länder, können die überhaupt gleichermaßen dazu beitragen, zur Verbesserung des Klimas oder zum Abbau von Emissionen beispielsweise. Und inwieweit brauchen die sozusagen eine konstruktive und positive Unterstützung auch. Also nicht sozusagen nach dem Motto, möglichst, dass der globale Norden wieder spart und möglichst Probleme abwälzt auf den globalen Süden, sondern dass man gemeinsam nach Lösungen sucht, und zwar auf der vielbeschworenen Augenhöhe, die es ja so auch nicht gibt tatsächlich. Ich denke, das ist so eine Herausforderung. Ich bin jetzt kein Klimaexperte und ich habe da jetzt auch keine Formeln irgendwie, wie das jetzt einzeln umzusetzen wäre. Aber ich merke schon, oder ich finde, man merkt an der Debatte eben, dass jetzt wieder eben, wie gesagt, diejenigen, die ja aufgrund der 500-jährigen Geschichte jetzt ihren Reichtum aufgebaut haben, in der Lage sind, eigentlich sich mit Sachen anders zu beschäftigen als diejenigen Länder, die sozusagen 500 Jahre lang ausgebeutet worden sind, die, wie gesagt, mit Ach und Krach jetzt anfangen, ihre Wirtschaften endlich mal aufzubauen, ihre Despoten loszuwerden, die ja auch dazu beitragen, dass die Ungerechtigkeit in den jeweiligen Ländern eben auch nicht besonders adressiert wird oder so. Also da muss man einfach mal gucken, wie sind die Ausgangslagen? Wer kann sich sozusagen in welchem Umfang an diesen Problemen wirklich aktiv beteiligen oder an der Lösung beteiligen? Und wem muss man sozusagen mal ein bisschen irgendwie anders begegnen? Das sind ja unheimlich dicke Bretter, die ihr da bohrt. In der Tat. Wo fangt ihr da ganz konkret an in eurer Arbeit? Also ich sehe so ein bisschen das Problem, dass wir tatsächlich immer, eigentlich ähnlich wie das, was ich eigentlich kritisiert habe oder so, ne, dass wir uns von Thema zu Thema hangeln.
dass wir verschiedene Themen ansprechen, also institutionellen Rassismus zum Beispiel, Rassismus im Kunst- und Kulturbereich, Raubgut, die Folgen von Migration und Flucht, rassistische Verhältnisse im Bildungskontext, also auf unterschiedlichsten Ebenen, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und wir versuchen eben diesen Bogen zu spannen und zu sagen, okay, das alles muss gemeinsam adressiert und diskutiert werden. Und das ist so wirklich die Herausforderung, weil das eben meistens nicht funktioniert oder nicht wirklich angenommen wird. Also wenn wir, wie gesagt, über die aktuellen Probleme reden hier im globalen Norden, dann hat das eben ganz viel auch mit zu tun, wie die Situation im globalen Süden ist. Also die Länder sozusagen, die nach wie vor nicht wirklich unabhängig sind, nicht wirklich frei bestimmen können über die Entwicklung in den jeweiligen Ländern, dann hat das auch viel mit dem Bild, was von schwarzen Menschen hier in Europa, in Deutschland herrscht, dass man eben über Menschen hinweg bestimmen kann, über sie reden kann und natürlich auch ganz viel an rassistischen, kolonialrassistischen Bildern festhält. Und da sozusagen Zusammenhang herzustellen, das ist wirklich immer noch eine große Herausforderung, wo wir immer wieder merken, wir müssen oft bei Debatten bei Null anfangen, weil sozusagen kein wirkliches gemeinsames, also in der Gesellschaft verankertes Verständnis ist von Rassismus, von Kolonialismus und ähnlichen Themen. Und wir sozusagen immer noch, eigentlich immer so in so einer Phase der Beweisaufnahme sind. Gibt es überhaupt ein gesellschaftliches Problem mit diesen Formen der Diskriminierung, der Unterdrückung beispielsweise? Und wenn ja, wer definiert das, in welchem Umfang das stattfindet? Also ganz viele Debatten, die eigentlich nicht wirklich mit dem Thema zu tun haben, sondern wo wir erstmal diskutieren müssen, gibt es überhaupt ein Problem? Das ist ja so ein Kampf gegen Windmühlen. Kannst du vielleicht so ein, zwei Beispiele nennen, welche Windmühlen dir da in deiner Arbeit immer wiederkehrt, wie du ja beschreibst, ja, nicht so begegnen? Also man kann, glaube ich, alle, es sind ganz viele Windmühlen und ich würde mal sagen, man kann alle Windmühlen gleichermaßen dahingehend beschreiben, dass es oft eine sehr starke Abwehr gibt. Wir wollen uns nicht wirklich umfassend mit diesem Thema beschäftigen. Und aktuell ist es eben zum Beispiel die deutsche Kolonialgeschichte. Da sind wir immer noch an der Stelle, wo wir eigentlich überhaupt belegen müssen, dass Deutschland ein sehr wichtiger Akteur war in diesem europäischen Projekt, wie man es so nennen darf, dass Deutschland ganz stark davon profitiert hat auch, dass in diesem Kontext auch Verbrechen stattgefunden haben, dass in dem Kontext auch tatsächlich immer noch Themen nicht besprochen sind, eben das Raubgut, was in Museen und Sammlungen sich immer noch befindet, dass menschliche Gebeine sich hier in Deutschland befinden, die im Zuge der Kolonisierung Afrikas nach Europa, nach Deutschland kamen. Und wir eigentlich immer noch versuchen, dass ein Bewusstsein überhaupt mal entsteht, dass es höchst problematisch ist für eine Gesellschaft, die sich eigentlich auf Humanismus, auf Demokratie bezieht oder beruft, dass die Zeit der Aufklärung zum Beispiel eben nicht nur gut war für alle Betroffenen, sondern eben auch ganz klare Folgen hatte, eben gerade für diese rassistische Entwicklung im globalen Süden beispielsweise, also Hegel und Kant und wie sie alle heißen, haben maßgeblich dazu beigetragen, eben diese Bilder, diese rassistischen Bilder zu konstruieren. Und das alles in die gesellschaftliche Debatte einzubringen, da drehen die Windmühlen ganz besonders stark. Also da gibt es eine ganz, ganz große Abwehr, weil klar wird, dass es eben nicht bloß ein Problem ist von ein paar Ereignissen oder von ein paar Einzelnen. Das Rassismusverständnis fokussiert sich ja in Deutschland immer noch sehr stark darauf, dass es kommt von rechts, es kommt aktuell von der AfD. Vor 20, 30 Jahren waren es die Republikaner oder NPD, aber sehr, sehr begrenzt sozusagen auf das politische rechte Spektrum. Und die Gesamtgesellschaft bleibt eigentlich meistens immer noch außen vor bei diesen Debatten. Und das sind so die Windmühlen, ja, wo ich halt merke sozusagen, was fehlt eigentlich an Debatten? Also was gibt's oder was fehlt an einem Bewusstsein oder einer Erkenntnis beispielsweise oder ein gemeinsames Verständnis von Rassismus zum Beispiel oder von Diskriminierung im Allgemeinen. Das betrifft ja nicht bloß Rassismus. Also dann Debatten zu führen, die halt tiefer gehen, als jetzt nur einzelne Ereignisse mal zu besprechen und was man damit machen kann oder so, sondern dass man eine gesellschaftliche Debatte mal in Gang kriegt, die eben dann, glaube ich, auch in der Lage ist, eben sich neben Rassismus auch mit anderen Diskriminierungsformen effektiver auseinanderzusetzen. Stichwort Antisemitismus. Vor dem Hintergrund, was gestern in Halle passiert ist oder so, das ist insofern ein Zeichen dafür, wie wenig eben tatsächlich die deutsche Gesellschaft sich mit diesen Themen umfassend beschäftigt hat und auch wirklich umfassend damit gebrochen hat. Und du beschreibst diese Abwehr, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Kannst du nochmal sagen, wer konkret die Adressaten eurer Arbeit sind? Ja, die Adressaten ist die Gesamtgesellschaft. Also wir machen da
im Grunde keinen großen Unterschied zwischen negativ betroffenen Menschen oder nicht negativ betroffenen Menschen, sondern uns geht es darum, dass wir gemeinsam, also in der Gesellschaft gemeinsam dafür sorgen müssen oder dafür dazu beitragen müssen, eine Debatte zu führen, in welcher Art von Gesellschaft wollen wir leben. Und da ist es natürlich oft so, dass die Nicht-Betroffenen natürlich oft, nochmal, kein wirkliches Bewusstsein dafür haben, dass es überhaupt ein Problem gibt. Und dass die Betroffenen ernst genommen werden, dass ihnen überhaupt zugehört wird und dass die auch ernst genommen werden. Und dass das nicht immer so nach dem Motto, ja, kann man so sehen, muss man aber nicht. Und dass es so ein bisschen offen bleibt, wer jetzt letztendlich die Definitionshoheit darüber hat, ob es Diskriminierung gibt in der Gesellschaft oder eben nicht. Und dass sich alle angesprochen fühlen eigentlich. Also wenn wir was thematisieren, geht es nicht nur darum, dass wir diejenigen, die Akteure von tatsächlichen Rassismus irgendwie nur adressieren, sondern wir adressieren alle, weil wir der Meinung sind, dass alle dazu beitragen, wie die Verhältnisse sind, positiv wie negativ. Ich frage mich gerade, die mangelnde Einsicht, worin Ursachen liegen können. Gibt es da auch aus deiner Sicht strukturelle oder institutionelle Verankerungen, die das befördern, auch dieses Befördern, dass Debatten immer wieder neu geführt werden müssen, die verändert werden sollten, könnten, müssten mit einer bestimmten Arbeit? Ja, naja, ich glaube schon, dass wir mit unserer Arbeit ganz viele Sachen in Frage stellen an Verhältnissen in der Gesellschaft. Und das sich jetzt einzugestehen, würde heißen, wir müssen was Grundlegendes verändern. Und wenn wir jetzt, ich nehme jetzt mal ein Beispiel raus, wenn wir jetzt zum Beispiel rassistische Polizeiarbeit betrachten, die Strukturen, Polizei, Ermittlungsbehörden, Justiz, fühlen sich natürlich erstmal ganz grundsätzlich in Frage gestellt oder beziehungsweise spiegeln uns, dass sie sich sozusagen als Rassisten diffamiert fühlen beispielsweise. Und genau das ist die falsche Haltung, genau darum geht es auch genau nicht, dass wir sagen, jede einzelne Person in diesen Strukturen ist jetzt bewusst rassistisch. Auch das ist ein Problem, dass Rassismus bloß immer sozusagen ernst genommen wird von denjenigen, die offenkundig oder bewusst rassistisch handeln oder denken. Rassistisches Handeln ist eben auch ohne Intention möglich. Und dass das sozusagen immer sehr, sehr persönlich genommen wird und daraufhin gesagt wird, nee, solange du zu mir sagst, ich bin rassistisch, diskutieren wir nicht über das Problem. Und diese Bereitschaft mal zu überwinden, also dieses, nicht Bereitschaft, sondern diese Abwehr zu überwinden, ist meist die Hauptarbeit im Grunde genommen, dass wir immer wieder sagen, es geht nicht darum, dass jede Person sozusagen in einer bestimmten Struktur, und das ist nicht bloß Polizei und Justiz, rassistisch handelt, bewusst handelt, sondern dass sozusagen wir alle von rassistischen Bildern, Vorstellungen geprägt sind, durch Bildungseinrichtungen zum Beispiel, aber auch durch die Gesellschaft insgesamt, und dass das Eingeständnis schon mal ein Schritt ist, sich dann auch frei zu machen davon. Zu sagen, okay, ja, das stimmt, ich bin sozusagen nicht frei von rassistischen Bildern, von Vorstellungen. Und das Anerkennen sozusagen ist der erste Schritt, dass ich überhaupt mich davon freimachen kann, damit auch mit beschäftigen kann auch. Und das kann ich an meiner Person selber auch feststellen. Ne? Also wenn ich sozusagen sage, es gibt mit mir kein Problem, ich bin immer gut, bin ja auf der richtigen Seite, ich mache alles richtig. Und mir dann jemand sagt, du bist aber Teil des Problems oder so, dann kann ich erst mal sagen, nee, ich habe damit nichts zu tun, weil ich bin jetzt zum Beispiel kein Sexist, zum Beispiel. Und das reicht natürlich aber eben nicht aus. Also man muss sich sozusagen den Schritt machen, sich einzugestehen, man ist Teil des Problems und kann dann natürlich auch proaktiv damit umgehen, beziehungsweise zur Lösung was beitragen. Und das zu erreichen, das sozusagen auszuhandeln, ist so die meines Erachtens eine der Hauptherausforderungen, die uns immer wieder begegnet in der politischen Arbeit. Mit Blick auf die Arbeit von NGOs, da ist ja oft so gut gemeint, nicht immer gleich gut gemacht, weil die Realität ist ja die, dass dort eben sehr viele weiße Menschen, die hier lange aufgewachsen, gelebt haben, jetzt sich mit anderen Teilen der Welt beschäftigen und dort auch mit Lösungen kommen. Mhm. Und mit ganz viel, vielleicht auch Herzblut und Engagement, aber dass er auch auf Fallstricke bewirkt. Also was ist da eure Erfahrung? Wie geht ihr mit solchen damit um? Auch hier, ne? Also wir fangen an, oder wir versuchen Debatten anzuschieben. Also
Wir machen in der Bildungsarbeit zum Beispiel Workshops mit Leuten, die im globalen Süden gehen, über Entwicklungshilfekonzepte, Projekte beispielsweise oder Austauschgruppen. Nicht um zu verhindern, dass die das machen. Das wäre natürlich in vielen Fällen wünschenswert. Aber das ist nicht der Haupt. Die Intention ist, dass wir sagen, okay, wenn ihr mit einer guten Intention jetzt zum Beispiel im globalen Süden geht oder auch hier mit NGOs zusammenarbeitet oder so, fragt euch erstmal, warum ihr das macht. Also was ist sozusagen eure Motivation, das zu machen? Ist es, um letztendlich euch mehr oder weniger selber auf die Schultern zu klopfen oder so, dass ihr gute Menschen seid? Oder ist es, weil ihr die Verhältnisse wirklich verändern wollt tatsächlich? Also zu gucken oder so, seid ihr mit dem System so, wie es ist aktuell, sowohl im globalen Süden als auch hier, zufrieden im Grunde genommen und wollt nur den Betroffenen, die nicht zufrieden sind, so ein bisschen das besser gestalten? Oder geht es euch wirklich darum, gemeinsam mit eben Menschen, die von Unterdrückung, von Rassismus, von Diskriminierung betroffen sind, an der Veränderung zu arbeiten? Und das ist so die Fragestellung, mit der wir bei Workshops zum Beispiel einsteigen. Was ist eure Motivation? Und wenn sich aber herausstellt, dass sozusagen ersteres der Fall ist, dass sie sagen, okay, ich will jetzt einfach mal ein Jahr im Ausland was machen, ohne dass ich hinterfrage, wieso ist das eigentlich so ohne weiteres möglich, beispielsweise für einen 20-jährigen Abiturienten nach Togo zu fahren und da sich in die Schulklasse reinzustellen und dort Deutschunterricht zu geben, ohne Qualifikation, ohne Ausbildung, und sich nicht die Frage stellen, würde das andersrum auch funktionieren, dass ein Abiturient, der aus Togo nach Deutschland kommt und in der Deutschklasse gestellt wird oder in der Französischklasse gestellt wird, und sich nicht fragen, warum ist das nicht möglich? Also wieso ist sozusagen... Sind wir diejenigen, die jetzt in der Weltgeschichte rumreisen können, überall Gutes tun können und die Menschen aber nicht gleichermaßen sozusagen hierher kommen können beispielsweise und hier was machen können? Also diese Fragestellung aufzuwerfen und zu gucken, oder so, ist das, also kann man das problematisieren mal, diese ganzen Verhältnisse, die auf den ersten Blick ja positiv erscheinen, ne? Wenn Leute sagen, ja, ich will jetzt mal ein Jahr ins Ausland gehen, will da quasi umsonst Projekte machen, umsetzen, selbst wenn die mit den Menschen vor Ort gemeinsam entwickelt werden oder so, ne, muss man sich eben fragen, ist das wirklich diese, wie gesagt, vielbeschworene Augenhöhe oder ist da wieder derjenige, der sozusagen in der Lage ist, anzusagen, wo es lang zu gehen hat, wie Projekte umzusetzen sind, und die Menschen vor Ort oder so haben dem halt Folge zu leisten. Und das begegnet uns übrigens, wie gesagt, auch hier. Also dass wir oft gesagt bekommen, ja, wieso macht ihr eigentlich Veranstaltungen, Treffen zum Beispiel, nur für schwarze Menschen beispielsweise? Wieso ist es nicht möglich, dass da auch weiße Menschen mitarbeiten dürfen, mitmachen dürfen oder so? Wo wir sagen, ja, das machen wir sowieso. Also die meiste Arbeit findet öffentlich statt. Nur es braucht Strukturen sozusagen, die geschützt sind davor von Leuten, die halt von ihrem Selbstverständnis her, bewusst oder unbewusst, immer irgendwie dominant auftreten. Immer diejenigen sind, die letztendlich irgendwo am Ende des Tages sagen, ja, so müsste es laufen und nicht, wie ihr euch das vorstellt. Und diese Strukturen zu erklären, also warum die notwendig sind oder so, ist im Prinzip so ein Abbild von dem, was eben dann im Kontext globaler Norden, globaler Süden stattfindet. Wir haben jetzt viel über so diese dicken Bretter und über die Windmühlen gesprochen. Ja. Mit Blick auf deine Arbeit, gibt es irgendwas, wo du so Chancen oder siehst, auch mit Blick auf aktuelle Entwicklungen, aktuelle Diskurse oder auch Gelegenheitsfenster, die sich auftun, wo man eure Position einfach schon mal stärker reinbringen könnte oder auch vielleicht erfolgreicher reinbringen könnte oder auf mehr Gehör stößt als vielleicht noch vor einer gewissen anderen Zeit? Ja, also ich mache das ja seit Mitte der 80er Jahre, die politische Arbeit in der ISD, und natürlich hat sich jetzt sehr, sehr viel schon verändert an Debatten, an Möglichkeiten, Debatten überhaupt zu führen. Auch hier nochmal ganz konkret, institutioneller Rassismus ist jetzt nicht mehr völlig, wird es nicht völlig von der Hand gewiesen beispielsweise. Wir haben ganz viele Bereiche oder so, wo das diskutiert wird. Wo liegen denn die Probleme in den Strukturen? Wie kann man das sozusagen adressieren? Was muss man sozusagen besprechen, Um eine Veränderung herbeizuführen? Das Thema Kolonialgeschichte ist jetzt inzwischen, würde ich mal sagen, in aller Munde. Das ist nicht mehr wirklich von der Hand zu weisen, dass da Debatten geführt werden, auch sehr offen geführt werden und diskutiert werden. Und wir merken schon, dass sich natürlich mehr und mehr, und das ist vielleicht auch eine
Frage der Generation, ne? Dass immer mehr Leute sich offener diesen Themen stellen und sagen, okay, so wie es in den letzten 70 Jahren gelaufen ist, beispielsweise in Deutschland, kann es nicht weitergehen. Wir müssen sozusagen andere Formate, andere Überlegungen mal zulassen zumindest, um zu gucken, ob es eben andere Wege auch gibt, die vielleicht zielführender sind. Und da eine Bereitschaft zu erkennen, das ist auf jeden Fall da. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, dass da tut sich eine ganze Menge. Ich glaube nur, dass es sozusagen noch zu sehr beschränkt bleibt auf eine relativ kleine Gruppe von Menschen in der Gesellschaft. Also das ist, ne, ich würde das mal sagen, jüngere Leute. Ich meine, ich bin jetzt mit der Ende 50. Das heißt also, Leute, die 20, 30 Jahre jünger sind zum Teil als ich, sind natürlich, haben eine höhere Bereitschaft meines Erachtens zuzuhören, was ja schon mal ein großer Erfolg ist. Und gleichzeitig aber auch, die auch bereit sind sozusagen auch festzustellen, dass es eben ganz viele blinde Flecken gibt, wo die keine Ahnung haben, wo die keine Antworten haben, wo die sagen, okay, jetzt lass uns erstmal gucken oder so, was ist überhaupt, was passiert überhaupt in der Gesellschaft und wie können wir das sozusagen mal so aufgreifen, dass jetzt diese Wissenslücken, die oftmals auch verhindern, dass Debatten überhaupt geführt werden, mal aufgefüllt werden, diese Lücken, und dass wir dann proaktiv uns damit beschäftigen, ohne dass sich Leute persönlich immer gleich angemacht fühlen, sich den Themen widmen. Einfach, wie gesagt, nochmal, die Fragen der Zukunft, glaube ich, sind nur lösbar, wenn wir auch wirklich die Vergangenheit mal aufarbeiten oder uns zumindest damit auseinandersetzen. Aufarbeiten geht da vielleicht in allen Bereichen gar nicht. Aber zumindest mal feststellen, es gibt da Kontinuitäten, die bis heute wirken und man muss sich sozusagen über diesen Weg den aktuellen Problemen stellen und nicht nur nach dem Motto, ja, was jetzt Europa hilft, oder den globalen Norden hilft, ist gut, sondern es muss eben auch den Leuten im globalen Süden helfen. Also das eben zum Thema Fluchtursachen bekämpfen, ne? Wo immer darüber gesprochen wird. Also wo ich rauslese, das geht eigentlich nur darum, möglichst dazu zu sorgen, dass keine Menschen hierher kommen. Anstatt mal zu fragen, warum kommen denn die Leute überhaupt? Haben wir da eigentlich einen Beitrag? Oder leisten wir da sozusagen den Vorschub nach wie vor? Und wenn dem so ist, wenn man sich das eingesteht, vielleicht können wir da mal dran drehen, damit die Leute eben nicht glauben, das Heil liegt im globalen Norden oder in Europa, sondern wir können das sozusagen vor Ort selber organisieren. Bevor wir ausmachen, ich nur mal kurz, vielleicht fällt uns da noch was ein, was wir vielleicht noch nicht besprochen haben. Wie geht's dir? Hast du irgendeinen Aspekt, wo du sagst, das kam jetzt gar nicht zur Sprache, aber es ist mir vielleicht nochmal wichtig? Ja, die Frage der Veränderung. Ne? Also ich bin... Also innerhalb der ISD, die Generationen sind, also die Leute, die jetzt aktuell die Arbeit machen in der ISD, sind ja, wie gesagt, meistens jünger. Das könnten alles meine Kinder, zum Teil meine Enkelkinder sein. ich merke da, dass da ein hohes Maß an Ungeduld oft da ist, sozusagen, dass Sachen nicht vorangehen oder so. Ne? Und ich merke aber gleichzeitig auch, dass feststellbar ist, dass weil wir die Veränderungen angesprochen haben, ne? Dass sich da in den 30 Jahren relativ viel getan hat. Also wir haben eine 500-jährige Geschichte, zurückliegend, die sozusagen die Verhältnisse ganz stark, also die heutigen Verhältnisse ganz stark prägt. Und ich merke, dass in dieser relativ kurzen Phase oder so, in den 30 Jahren, sehr viele Sachen mehr möglich sind, denkbar sind oder so, als ich angefangen habe, politische Arbeit zu machen. Und ich glaube, das ist irgendwie so, also ich bin momentan sehr, sehr optimistisch eigentlich, dass viele Sachen nicht mehr aufzuhalten sind an Debatten. Also die Windmühlen, die angesprochenen, drehen in vielen Fällen nicht mehr so schnell wie vor 30 Jahren. Und das stimmt mir eigentlich relativ optimistisch. Und ich glaube, das zeigt auch eben, dass dieses Konzept eben, dass wir eben, oder die Idee, wie wir politische Arbeit machen, eben richtig ist. Also Sachen zusammenzudenken, zusammen zu diskutieren, nicht immer losgelöst voneinander, sondern zu gucken, inwieweit bedingen sich die Sachen gegenseitig immer wieder und inwieweit reproduzieren deswegen sich ganz viele Missverhältnisse oder Ungerechtigkeit oder so immer wieder. Das, finde ich, bestätigt sich mehr und mehr eben in der Art und Weise, wie eben jüngere Menschen jetzt aktuell mit den Themen umgehen, offener sind einfach und sich eben nicht gleich immer gebrandmarkt fühlen, wenn wir davon sprechen, dass die, keine Ahnung, deutsche Gesellschaft eben durchdrungen ist von rassistischen, kolonialrassistischen Fantasien und Vorstellungen und dass man dem schon begegnen könnte, wenn man es eben ernst nehmen würde. Super, vielen Dank. Ja.